Ne? Tote machen meistens die Dinge, die sie vorher getan haben, nicht zweimal. Sei dann natürlich, man spielt bei Ghostbusters mit oder so. Aber das wissen wir gar nicht. So, da wollten wir Leute haben. Wo denn noch? Hier unten wollten wir noch Leute haben. Haben wir hier noch irgendwie schöne Aufgaben? Das heißt, irgendwo, wo man direkt was klauen kann. Weil ich mache ja schon lieber die Aufgaben, wo man was klauen kann. Vasen. Wobei, haben wir Vasen gerne in unserer Basis stehen? Später mal. Wir können ja auch erstmal hier... Wo war denn das, der Nil, der Nilkontinent? Ach, der muss ich gar nicht suchen eigentlich, ne? Afrika und hier, und hast du nicht gesehen? Weil in dem Moment, wo es dann dazu kommt, dass wir berüchtigt genug sind, taucht er ja von alleine auf. Da brauchen wir ja gar nicht mehr zu suchen dann. Dann machen wir hier unten, so, dann die Aktion starten wir schon mal direkt. Mission beginnt. Was ist hiermit? 10 Wachen brauchen wir da gleich für. Können wir hier irgendwo anders noch was machen? Ganz oben, was muss man hier machen? Unterwegs beim Keulen. Das klingt pervers. Es gibt Gerüchte, dass ein junges, hippes Filmsternchen an einer Protestaktion gegen die Pelzindustrie teilnehmen wird. Ach so, das Keulen. Die bald in Alaska stattfinden soll. Ihre Anwesenheit hat bestimmt einen riesen Medienrummel zur Folge. Und diese ideale Gelegenheit sollten wir uns für unsere eigenen üblen Zwecke nutzen. Schicken Sie eigene Bedienstete aus, die im Hintergrund warten, bis die Fernsehkameras laufen und dann ein paar Robbenbabys erschlagen. Die ganze Welt soll die grausamen Bilder sehen und sich darüber über unsere Gemeinheit entsetzen. Okay, was brauchen wir denn dafür? 6 Wachen, 3 Söldner. Söldner? Haben wir doch noch gar nicht. Wir haben doch nur Wachen. Also können wir das eh noch nicht machen, weil wir noch keine Söldner haben. Also müssen wir erst noch einen Ruf erlangen, damit wir Söldner kriegen können. Okay, das also für später. 10 Arbeiter. Das ist, machen wir dann als nächstes. Wir haben nur noch wenig Leute zwar. Da 11 Stück hin. Hier 5. Ja, da haben wir wieder kräftig Leute verloren. Ich habe 10 oder so hingeschickt, ne? Und sind schon jetzt ganz viele wieder weg. Was war denn das für ein Auftrag? So, wir wollen das auf jeden Fall machen. Lord Kane schicken wir auch wieder mit hin. Unsere amerikanischen Agenten berichten, dass ein Großteil des Sicherungspersonals von Fort Lancaster, einem Goldmünzlager, mitten an der Ostküste zeitweise in ein anderes Lager in Texas versetzt wurde, das momentan große Lieferungen von prägefertigen Münzen erhält. So hilflos wie jetzt wird Fort Lancaster nie wieder sein. Also ist jetzt die einmalige Gelegenheit, den Kapitalistenschweinen eine echte Lektion in Sachen Werte zu erteilen. Mit genügend Sprengstoff können wir das Gold direkt bis ins All schießen und ihre Währung umso tiefer senken lassen. Lustig, oder? Kapitalistenschweine, als wären wir gerade was anderes. Wir können natürlich jetzt vorgeben, wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen zu einem höheren Zweck und höheren Wohl, so wie es alle Politiker im Endeffekt machen. Ach, die sind gefangen! Ja, das versperrt den Ausgang. Dann stellen wir das hier hin. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Weil das wäre verschwert. Die können nicht dran vorbeilaufen, das versperrt den Ausgang. Deshalb fühlen die sich eingesperrt und kriegen dann Panik. Lustig. Stellen wir das einfach hier rein. Auf der Krankenstation muss man auch irgendwas sehen können. Oder wir müssen den Raum hier später nochmal ein Stück erweitern. Wobei der hier kommt ja später weg. Später, später, später. Ich weiß, ganz viel später. Ja, ist mir selber bewusst. Aber das, wenn wir bessere Items haben, können wir halt bessere Sachen bauen. Erklärt sich von selber. Und somit wird der Raum dann noch größer. So, Ende aus Mickey Mouse. So, dann bauen wir jetzt die Lobby hier mal aus. So. Der Raum befindet sich im Bau. Ja. Der Raum befindet sich im Bau. Hotel Doppeltüren. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja. Rezeption. Die bauen wir direkt hier vorne rein, so dass man gar nicht dran vorbei kann. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Dann kommt hier in die Ecke ein Flügel. Hier. Wo? Hier.
dahinter? Sieht ja keiner. Na, ist ja auch egal. Oder? Doch, hier hinter kommt der Flügel. Und hier bauen wir dann ein paar Hotelzimmer ein. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ja, das sind nicht wirklich Hotelzimmer, das sind die Fahrstühle zu den Hotelzimmern. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, Hotelzimmer bieten Touristen die Möglichkeit, sich auszuruhen. Dies stellt sicher, dass die neugierigen Besucher über Nacht lieber in ihren warmen Betten liegen, als in ihren Gewölben herumzuschnüffeln. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, wenn man, wie viele Besucher einen so einen Fahrstuhl dann beherbergen kann. Der Bau des Raums geht weiter. Weiß ich gerade nicht. Ich hoffe mal genug. Mission wird ausgeführt. Nächste Arbeit ausführen. Go. Warum ist hier ein Soldat? Ich wollte doch gar keinen Soldat hier haben. Also noch sind wir nicht bekannt genug, wir sind immer noch ziemlich harmlos, 36. Aber da kann man mal sehen, jetzt durch so ein paar Diebstähle und so, wie schnell das hochgeht. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit noch einfach nur harmlos und null. Und jetzt sind wir schon mal bei 36. Ist natürlich klar, dass desto höher unser Bekanntheitsgrad hier steigt, desto schneller kriegen wir gleich echt Ärger. Ich hoffe mal, das lässt noch auf sich warten. Weil die machen uns alles kaputt und das ist einfach nur nervig. Ich weiß nicht, wie das ist auf leicht. Ich hab's auf leicht auch nicht gespielt, glaube ich. Nie. Weiß ich nicht. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich habe auf leicht nie gespielt. Aber auf normal sind die auf jeden Fall schon echt nervig teilweise. Diese Agenten hier, die festnehmen. Los, festnehmen, kalt machen. Die sollen uns alle irgendwelche Geheimnisse preisgeben. Ja. So, Kane ist wieder draufgegangen. Die vier Arbeiter holen wir erstmal zurück. Wir müssen jetzt eh erstmal gucken, dass wir unsere Leute wieder aufstocken. Kapazität von 100 haben wir bereits erreicht. Sollen wir Geld dafür ausgeben, extra neue Leute ranzuschaffen? Wir brauchen jetzt eigentlich nur normale Arbeiter. Wie man sehen kann, ist das andere alles voll. Naja, warten wir einfach. Wir könnten ja jetzt nochmal einen Raubzug starten. Wobei ist auch blöd, weil wir ja eigentlich mehr das Geld und nicht das Geld brauchen, sondern den Bekanntheitsgrad. Mann, junger Mann. Was gibt's denn hier zu tun? Streit unter Brüdern. Was brauchst du dafür? Kammerdiener und Arbeiter. Okay. Die Streitkräfte von Pampers und Smash verstehen sich in letzter Zeit viel zu gut. Es hat sich aber eine Situation ergeben, die es uns möglich macht, das zu ändern. Unsere Detektive haben herausgefunden, dass Pampers-Agenten verdeckte Operationen gegen den in der Region ansässigen Drogenbaron José Victor Madeunusa... Ja, wie spricht man sowas aus? Madeunusa? José Victor Madeunusa auf die Beine stellen. Der Plan ist ganz einfach, wir löschen José aus und wandeln die Region in ein echtes Kriegsgebiet. Dann machen wir mit Josés Bargeld und dem Dope einfach die Fliege, damit alles auf die Pampers-Streitkräfte hindeutet. Ja, zwei gegeneinander aufwiegeln, klingt gut, klingt einfach, machen wir. Was brauchen wir? Nochmal 4 Kammerdiener, 6 Arbeiter. Also 4 Kammerdiener. 10 Arbeiter, 5 Soldaten, die können derzeit klauen. Läuft. Verstecken. Streitkräfte der Weltregierungen. So. Das haben wir geklaut, das haben wir geklaut. Das bringt den Leuten alles schon mal gute Attributboni. Boah, was ist denn heute mit mir los? Was haben wir hier? Oh, die sind ja fies drauf, ne? Jetzt kommen die schon mit Gewehren auf unsere Insel. Sind die bekloppt? Jetzt müssen wir hier die Hotel-Lobby gleich auf jeden Fall noch die Halle ausbauen. So. Das ist der komplette Wellness-Bereich hier. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Kostet bestimmt voll viel jetzt, wenn wir das ausbauen. Was gibt's denn da alles? Hallencocktail, Hotel-Cocktail-Dingsbums-Bar. Cool.
Ja, eine hierhin. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ein paar Stühle und so, damit die sitzen können. Hierhin, eine Disco. Dahin. Das Objekt wurde in Auftrag noch was? Gegeben. Eine Stechuhr. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Hier auch noch eine Stechuhr hin. Das so. Objekt wurde in Auftrag gegeben. Vielleicht noch eine zweite Tanzfläche, damit wir das ja ein Stück größer haben, damit da mehr Leute tanzen können. Das Objekt wurde und in hier Auftrag noch eine zweite Bar, damit auch mehr Leute saufen können. Objektkauf wurde in Auftrag so. Gegeben. Ist das denn jetzt richtig so? So weit, so gut, ja. Noch mal ein paar Stühle. Die kosten ja nur 5000, zwei Stühle und einen Tisch. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So. Ihr treuer Lord Diener ist, ihr treuer Lord Diener, nein, ihr treuer Diener Lord Kane ist aus der Wildnis zurück. Ihr treuer Lord Diener. Lord Diener! Moment, warte, da stimmt was nicht. So, haben wir noch Gefangene? Da. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag. Genau wie die Typen alle hier. Das konnten wir nochmal machen. Hier, genau, wenn man Steuerung gedrückt hält und dann einen anvisiert, dann, sind die automatisch alle im Ziel. Ich mache jetzt roten Alarm, damit die Typen hier schnellstmöglich fertig machen, weil ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, dass hier unsere Leute abknallen. Notfall. Das fiese Genie wird angegriffen. Was? Wo? Stimmt doch gar nicht. Der wurde doch gar nicht angegriffen. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Der wurde doch gar nicht angegriffen. Ach, da draußen, wir greifen hier dann auch alles plötzlich auf einmal an. Okay. Mach die mal eben noch fertig. Das ist richtig eine große Schlägerei hier. So, Shen Yu. Ja. Und jetzt zurück an die Arbeit, Jungs. So, alles wieder okay. Ist natürlich blöd, dass hier jetzt Leichensäcke rumliegen und so. Okay, die können die auch wegtragen, das ist prima. Ja, tut mir halt leid für euch, aber was soll ich machen? Die mussten halt sterben. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall auch mehr Servicepersonal gleich ausbilden, weil wir halt Leute brauchen, die unsere Hotelsachen bedienen können. Also brauchen wir schon mal mehr Leute da in dieser Region. Jetzt brauchen wir echt gleich mehr Leute. Und unsere Stromversorgung wird zunehmend knapp, weil wir ja gerade das Hotel gebaut haben. Das heißt, am besten bauen wir auch nochmal irgendwo einen Reaktordingsbums hin. Ich will den jetzt aber nicht so bauen, dass unsere eigenen Mechaniker da nicht drankommen. Weil das ist wichtig, dass die Mechaniker da drankommen, weil die müssen die ja in Schuss halten. Ansonsten, die explodieren noch gern mal. Dann so. Der Raum befindet sich im Bau. Der Bau des Raums geht weiter. Dann so. Objektkauf. Machen wir das Ganze in kleinen Schritten. Also. Nicht allzu viel Raum bauen und nicht allzu viel, weil wir bauen den Stromgeneratorraum wirklich jetzt nur noch aus, wenn es unbedingt nötig ist. So. Aber auf jeden Fall das Ganze direkt in Arbeit geben und dann mal auf der Weltkarte gucken, was man da so tun kann. Genau das wollten wir tun. Go. Mission beginnt. Mission beginnt. Dauert knapp eine Minute, dann haben wir das auch schon wieder hinter uns. Wir nehmen gerade 13.000 ein. Läuft. Wir haben aber noch nicht... Wir sind schon Boss. Oh, guck mal. 41. Wir sind der Boss. Der Boss. Here comes the big boss. Huh? Let's get in town. Das ist Kung Fu Fighting, glaube ich, gewesen. Ich bin total der schlechte Sänger. Ich mach's trotzdem immer wieder. Also wenn ich irgendwann während des Let's Plays anfange zu singen... Genießt es. So. Was habe ich gesehen? Hier ist gerade schon mal einer umgekippt. Der wollte schon nicht mehr arbeiten. Aber das kriegen wir fertig. Und noch einer umgekippt. Komm schon, komm schon, komm schon. 3, 2, 1, meins. Ja, ist irgendwo Bewerbung gewesen, ich weiß. Kammerdiener zurückholen, Arbeiter zurückholen.
Und dann schicken wir... Hier ist 9. Das heißt, 4 haben wir da drüben noch über. Dann nehmen wir die 4 und lassen die darüber schicken. Die können dann da klauen, da ist halt mehr Geld zu holen. Zuck. Wir haben halt Leute verloren, was sollen wir machen? Jetzt kommen die nur noch mit Gewehren bei uns auf die Insel. Boah, das ist aber echt nervig. Wie weit ist man... Ah, der hat noch Dynamit dabei. Das heißt, wenn der noch Dynamit dabei hat, sind die noch lange nicht fertig mit dem Raum. Nein. Der wird also noch gebaut. Es kann sein, dass unsere Stromversorgung dann jetzt gleich nochmal kaputt geht. Also, dass die... low läuft. Ist auch schön, so eine Tanzfläche. Parkettboden. Sieht schick aus, oder? Mit so einer Kerze in der Mitte. Getränke sind auch schon da. Hier wie in so einem Partykeller, überall diese Disco-Lichter. Hier unsere Hotellobby. Sieht eigentlich schick aus, ne? Eigentlich ganz schnieke sowas. Und das Gebäude selber, so wenn man das jetzt mal so betrachtet, sieht auch nicht so uneinladend aus. Ich meine, das ist jetzt hier das erste Geschoss, vielleicht nicht ganz so hübsch. Aber wir sind hier auch auf einer Wüsteninsellandschaft im Endeffekt. Da darf man jetzt auch nicht direkt das Ritz erwarten, aber ist schick für, dass die da mal lieber da reingehen, ne? Genau. Geht ihr jetzt da rein? Setzt euch da mal hin und so. Nein? Ah, okay. Jetzt sind wir hier in der Attraktion schon. Jetzt fangen die an, hier Fotos zu machen. Schön. Dann kümmern sie sich wenigstens um ihren Krempel und nicht um unseren. So, Raum ist soweit ausgebaut. Dann gleich hier kommt noch unser Stromgenerator. Dann sind wir wieder im grünen Bereich, denke ich mal. Die Kollegen nerven jetzt schon. Der wird gefangen genommen, weil gefangen nehmen braucht weniger Energie. Das heißt, also wir müssen ihm weniger Energie abziehen, als wenn wir die umbringen wollen. Schlafen legen wollen, meine ich. Ohoho, Hund. Dann werden wir die lieber mit so einem lustigen kleinen Kreuz auf dem Kopf versehen, wenn die hier in unserer Zelle drin sind, damit die dann in der gemütlichen Zelle da schlafen können. Also, lange. Ganz lange.